Die härtesten Sportler können noch Nachhilfe brauchen. Und Tipps vom Weltmeistertrainer hat es heute für die steirische Triathlon-Elite gegeben. Der Australier Mark Newton ist auf Europatournee und hat heute in Geishorn die besten steirischen Athleten mit guten Ratschlägen versorgt. Das ist der regierende Ironman-Weltmeister, der Australier Chris McCormack, beim Sieg in St. Pölten am vergangenen Sonntag. Und das ist sein Trainer, Mark Newton, ebenfalls aus Australien. Und da versammeln sich die steirischen Topathleten auch bei schönstem Frühsommerwetter gerne in der Halle, wenn es die Chance gibt, vom Weltmeistertrainer einige Tipps zu bekommen. Mark Newton war heute zu Gast im derzeit modernsten steirischen Trainingszentrum und sein bedeutendster Ratschlag für die steirischen Athleten war nicht technischer Natur. Das Wichtigste ist, dass sie lernen, zusammenzuarbeiten, dass die medigen Spitzenleute auch gegenseitig von ihrem Wissen profitieren. Für die einzelnen Athleten gab es dann natürlich auch genaue Anweisungen für ihren persönlichen Stil. Und da war Markus Ressler, der eigentlich vom Schwimmsport zum Triathlon gekommen ist, selbst überrascht, dass er selbst in seiner Spezialdisziplin noch gute Tipps bekommen hat. Ja, er hat mir gerade vorher gesagt, dass meine Hüfte zu wenig mitdreht auf der linken Seite. Und das habe ich persönlich nicht gewusst. Ja. Einzigartig in Geishorn ist auch das große Band, auf dem Geschwindigkeiten bis zu 95 km/h simuliert werden können und dazu auch die entsprechende Windgeschwindigkeit. Namhafte Sport- und Verbände sind immer wieder hier zu Gast, um Ausrüstung oder wie bei den Triathleten heute Sitzposition und Radtechnik unter Anleitung zu optimieren. Wir werden uns diese Tipps sicher zu Herzen nehmen, also ich zumindest, und werde die ständig ins Training einbauen, aber man muss natürlich eine eingefleischte, eingeschleifte Struktur wieder rausbringen. Im Gegenzug möchten die Steirer Mark Newton eigene Produkte wie das von Profi Bernhard Eisel mitentwickelte Triathlonrad schmackhaft machen. Ein Ironman-Weltmeister auf dem Steirer Rad, das wäre schon was. Es ist nicht